Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Frozen Flame. Wir stehen hier vor der Höhle, in die wir anscheinend nur reinkommen, wenn wir eine Fackel haben. Zumindest habe ich das so interpretiert. Und würde sagen, wir probieren das mal. Ah, es funktioniert. Ich steche mich zwar auch, aber ist ja egal. Aber wir sind drin. Das ist doch die Hauptsache, oder? So, was haben wir denn hier zum Lesen? Aus dem Tagebuch des Archäologen Diodorus. Das Grab der Ahnen empfängt mich mit dem Geruch uralter Verwesung. Untote Wächter wandern durch die leeren Hallen. Ich höre das Klappern ihrer uralten Knochen in der Dunkelheit. Bisher ist es mir gelungen, nicht von ihnen gesehen zu werden, aber ich habe nichts Wertvolles für Dora gefunden. Warum bin ich derjenige, der immer meinen Hals riskiert, während Dora sich im Lager ausruht? Diodorus grabt das aus. Diodorus bringt mir das. Sieht mich die Widerspenstige als ihren Bruder oder als ihren Diener? Tja. Wir nehmen mal den Bogen in der anderen Hand. Wir haben hier einiges an Moment, da kannst du auch den Knüppel nehmen. Ja. Komm. Okay, will ich mit dir nehmen? Was haben wir da? Münzen. Wunderbar. So, aber sonst kam nirgends was raus, ne? Nee. Okay, schauen wir mal. Wir sind hier eher auf Nahkampf. Ich könnte höchstens noch den Stab nehmen, weil der zumindest ein bisschen Feuerschaden hat. Eine Münze. Habe ich euch nicht richtig getroffen, oder was ist? Okay, anscheinend schießt der Stab auf irgendeinen Gegner. Vermute ich jetzt mal. Also büchermäßig ist hier nichts. Da haben wir noch mal zwei. Das irgendwas? Nein. Mal schauen, ich habe die Hoffnung, dass wir auch das finden, was wir für die letzte Maske brauchen. Aha. Ja, okay. Ah, verdammt. Komm her. Ja, man muss echt aufpassen, gerade mit der Verteidigung. Okay, den ersten haben wir schon mal. Der hat allerdings nichts gedroppt. Jetzt schauen wir nochmal dahinter. Ich brauche bessere Waffen. Okay, was haben wir hier? Untersuchen. Runenstein. Okay. Ich glaube, den sollten wir auch nur holen, ne? Nee, finde die Amphore im Verlies. Hm. Yes, kaputt hauen, Stöcke einstecken. Obwohl, dann bin ich gleich wieder überladen, ne? So, schauen wir mal. Wir können auf jeden Fall schwimmen, das wissen wir. Hier geht's nicht durch. Da ist nur anderer Weg ins Wasser, dann gehen wir eben da hoch. Da ist eine Fackel, die nicht brennt. Eventuell. Nein? Nee, aber man kann die Fackel auf jeden Fall auch als Dingsen nehmen, als Waffe. Nee, geht auch nicht, okay. Warte mal, probier's mal mit dem Pfeil und Bogen.
Weil das ist eine Nahkampfwaffe, die der da hat. Hui. Lass mich da raus. Autsch. Okay, aber die lassen immer nichts fallen, ne? Okay, da haben wir einen Wächter, da auch. Allerdings hier ohne Kopf. Eine Münze, ne? Naja, gut. Aber es ist besser, als sich gleich im Reichtum zu baden. Wie es in vielen Spielen ist. Da gehst du dann ein bisschen auf Looten und dann hast du ruckzuck dann tausende Goldmünzen einstecken. So, schauen wir mal. Oh. Aus Barnabas Schuldspruch. Schweren Herzens vollziehen wir die Verurteilung unseres ehemaligen Gefährten und Freundes Barnabas, dessen Herz und Fleisch vom Fluch des Gesichtslosen befallen sind. Sein entstelltes Gesicht wird in eine eiserne Maske gehüllt und Barnabas selbst wird in der alten Gruft eingeschlossen, bis ein Heilmittel für den Fluch gefunden ist. Okay, das heißt, gegen den werden wir jetzt kämpfen müssen. Angeketteter Zombie. Ui. Und dann noch Gift. Das ist aber fies. Ich muss raus. Ich muss raus. Ich muss raus. Ich muss raus. Schneller, schneller, schneller. Das bringt auch nichts, wenn du da... Gott. Okay, der füllt mich auf jeden Fall wieder komplett. Ich denke mal, dass ich auf jeden Fall hier drin stehen muss. Oh Mann. Der schießt doch den durch, ne? Ja, der hat mich erwischt, ich weiß. So, gucken wir mal, da haben wir noch einen von den Typis. Okay. Jetzt sollte ich allerdings schon mal so einen Kuchen essen, dass wir da auch ein bisschen mehr Oh nee, komm. Ah, der baut sich wieder auf, ey, ist das fies. Was haben wir denn da? Geh mal erst einmal hier durch. Ui. Ui, Mist. Ach, jetzt halt zu zweit. Auf jeden Fall eine bessere Waffe. Okay, der hat bloß noch 30%. Dann würde ich sagen, ich gehe mal auf den Zauberstab in der Hoffnung, dass ich... Ah, der Nächste. Ihr landet einfach nicht, oder? Hält hier ganz gut aus.
nimm den Schlagstock hier. Schlagstock, sag ich. So, hier haben wir eine Tür. Doch die kommen wir wahrscheinlich nur, wenn wir den Typi da draußen besiegen. Vermute ich mal. Wo ist der jetzt? Ich habe gehört, dass da einer... Und da ist eine Druckplatte, oder? Upsi. Naja, tob dich aus, ich brauche Energie. Okay, der ist da drauf gestiegen jetzt. Da ist nur die Frage, da ist wahrscheinlich entweder die Tür aufgegangen oder irgendwas anderes hat es ausgelöst. Oh Mann. Kannst du mal jetzt halt dich verabschieden? Ja, das Ding ist da drüben aufgegangen. Ja, das war das Tor. Hier ist nichts, ne? Oder ist da der Eingang? Ich weiß es nicht. So, was sagst du mir? Was fehlt? Nichts. Antike Amphore und Münzen. Okay, wir müssen da vorne gar nicht gegen den Großen kämpfen. Eventuell können wir hier wirklich raus. Ja. Da ist unser Ausgang. Naja. Du bist ein ganz und böser. Dich lasse ich aber einfach jetzt stehen. Weil ich muss nicht gegen dich kämpfen. Ich glaube zumindest nicht, dass du hier rauskommst, oder? Kommst du raus? Naja, dann ist es mir auch egal. Der Sprung hat was gebracht. Autsch. Kannst du mal... Ups. Weg mit dir. Weg mit dir. Ui. Jetzt habe ich dich, aber du hättest auch ruhig was droppen können. Da liegen Steine rum, Steine, Steine, Steine. Also Steine findet man massenhaft. Mhm. Servusle. Ich habe keine Verwendung für die Amphore. Wie ich mich kenne, würde ich einen Weg finden, sie zu zerbrechen, aber Dora kann die Schrift darauf übersetzen. Okay. Mhm. Ja, und jetzt? Mhm. Worauf wartest du? Bring sie sofort zu Dora, bevor sie mich bei lebendigem Leibe häutet. Ah, okay, das ist dann da vorne. Hier. Okay. Na dann, let's go. Hier ist noch alles gut. 255, 300, ja. Ich kann aber eh nichts mehr einstecken, ne? Oder warte mal, was haben wir denn da noch drin? Bin ich dann zu schwer? Nein. Also ich kann im Grunde, ja, alles mitnehmen. Gut. Vielleicht, dass man sich so eine Werkbank hinbaut an jedem Portal. Wäre, glaube ich, auch nicht so verkehrt, ne? Komm, renn ein bisschen. Oh, was haben wir da? Ein Käfer. So. Hallihallöchen. Hat also mein unordentlicher Bruder die Amphore für mich besorgt oder war das dein Werk? Andererseits ist es mir egal, wie du sie bekommen hast. Was für Runen haben wir hier? Was für eine interessante Art zu schreiben. Sieh dir nur all diese Schnörkel an. Ich habe, das habe ich noch nie gesehen.
Ich kann nicht jedes Wort entziffern. Ja, einige Dinge haben definitiv mit Drachen zu tun. Geflügelte Titanen lieben es, wenn... Ah, natürlich, es ist das Verb kraulen. Und hier haben wir das Substantiv Nacken. Also heißt es, geflügelte Titanen lieben es, wenn man sie am Nacken krault. So ein Unsinn, Zeitverschwendung, sonst nichts. Gib diesen nutzlosen Nachttopf meinem Bruder zurück, damit er diese Kritzeleien weiter bewundern kann. Jeder Narr kann die Verfluchten bekämpfen, aber Tag und Nacht mit Fragmenten zu arbeiten und zu versuchen, unsere Vorfahren zu verstehen, ist die Arbeit eigentlich ja weniger Auserwählter. Na klar, schauen wir mal, was du handelst. Unterschlupfbauplan. Dafür brauchen wir Runensteine, Fackel, Holzwand, Holztor, Holzspieße. Tja, so ein Unterschlupf, Holz ist, wäre nicht schlecht, ne? Aber da bräuchte ich natürlich nochmal ein Rühnchen. Tja, also sehr weit hat mich das jetzt da nicht gebracht, ne? Also ich habe jetzt halt hier die Händlerin, ja. Aber das war es auch schon. Zweige, Zweige, warte mal. Ich pflück mir mal einen Apfel. Oder zwei. Die bringen halt so gar nichts, ne? Wenn ich die so esse. Das ist abartig. Was brauchen wir denn da? Ach, da brauchen wir viel zu viel Zeug, ne? Na wohl. Steine liegen hier rum. Baumstämme können wir hier wegfällen. Dann nimm mal deine Axt in die Hand, weil dann machen wir nämlich uns ein Feuerle. So. Na, zwei haben wir jetzt und wir brauchen noch einen dritten. Da. Und Holz brauchen wir eh zum Anschüren, also von daher. Aber dann hätten wir gleich wieder was zum Futtern mit eingesteckt. Bam, bam, bam. Einsammeln. Stell mir ihr das Feuer hier vorne mit hin. Nee, das war falsch. Da müssen wir hin. Das würde ich jetzt da direkt draufstellen. Auf das andere. Wenn das geht. So. Öffnen. Nee, warte mal. Ja, wohl, wir könnten ja so Käfertränke machen. Ja, kein Kraftstoff, dann warte. Okay, ich hatte eh nur einen. Dann gehen wir mal schnell und holen noch ein bisschen Holz. Können wir die Stämme einfach reinschmeißen und fertig. So. Nein, raus. So, jetzt. Halt. Oh, das braucht aber lang. Warte mal, was haben wir denn noch so alles? Wir haben eine von diesen Flammen. Da könnten wir noch mal ganz kurz auf die Map schauen, weil wir sind... Na ja, okay, das ist zu weit weg. Der ist da vorne. Bist du bald fertig? Weil dann würde ich sagen, tun wir das dann nämlich mal schnell futtern. Das müsste dann auf jeden Fall schon mal ganz gut helfen. Wir haben auf jeden Fall eine Bonus-Dingsbums Gesundheit. So, dann machen wir uns zumindest noch einen Kuchen. Dann passt es auch schon wieder. So, gewichtsmäßig haben wir 201 Kilo. Ja, brauchen echt so viel mehr. Und bessere Waffen. So. Du kannst weiterlaufen. Oder weiter brennen, wie auch immer. Oh. Was haben wir denn da? Das wäre dann der vierte Stein, den wir hier haben. Oder der fünfte schon? Der vierte. Wiege der Hüter, Gedenkstätte. In Arcana gibt es keine Drachen mehr, nur noch tollwütige Biester. Hm.
Ich bin so neugierig, was da alles noch kommt. Und ich brauche immer noch dieses komische Hartschalen-Dingsbums da, wo auch immer ich das finden kann. Da ist noch mein Lager. Oder? Doch ja, da ist ein Lager auch noch mit einer unberührten Truhe. Ach so, ja. Die beschießen sich auch selber. Was kriegen wir von dir? Okay. Du hattest nichts. Was ist da drin? Münzen. Naja, gut. Da war nichts drin. Und ansonsten ist da anscheinend sonst auch nichts. Okay. Stein. Oh. Ist auf jeden Fall eine neue Gegend hier, ne? Da waren wir noch nicht. Wo sind wir da? Ah, genau. Und da hinten müsste nochmal so ein Ding sein, so ein Portal. Da ist ein Haus. Wir gehen jetzt erst einmal dahinter. Weil ich nämlich glaube, dass da das Portal ist. Und dann könnten wir das zuerst einmal aktivieren. Ja, ja, du bist ein Schweinchen. So, keine Ahnung, wo das jetzt sein soll, aber... Ja, hau ruhig das Wildschwein. Schwein, zweimal Schwein. So, nochmal auf die Map schauen. Okay, ich bin viel zu weit weg, das ist da. Ah, das ist irgendwo da oben dann oder da hinten. Ach, da ist nochmal so eine Höhle. Okay. Schauen wir erst einmal da herunter. Auf jeden Fall eine Ecke, wo wir noch nicht waren. So viel ist klar. Okay, hier, wie gesagt, wenn wir wahrscheinlich bloß mit der Fackel jetzt hinkommen. Ich muss im Grunde schon richtig rangehen. So, was haben wir hier? Ein Energietrank. Super. Und ist hier jetzt irgendwas? Nee, ne? Also hier ist kein Portal, alles klar. Dann schauen wir mal noch zu dem Lager da hoch. Oder zu dem Haus, besser gesagt. Ach, das ist so ein Runenstein. Aha. Müssen wir bloß wissen, wo alle sind, ne? Dann könnten wir das Rätsel vielleicht auch noch machen. Schwein, Schwein, Schwein. Also hier ist ein dieser Runen-Dingsbums. Dann gehen wir doch einmal. So, wie viel sind es? 5. Okay. Nummer 1. Schau mal, da ist nichts. Zumindest sehe ich nichts. Da ist einer. Geht ihr mal weg, Mensch.
Oh, außerhalb? Okay. Außerhalb? So, dann haben wir den da. Dann haben wir noch den da. Und wir haben noch einen... Nicht hier. Da sind wir draußen. Da sind wir auch draußen. Ah je. Wo ist dann der letzte? Ich versuche das gerade zu sehen, aber irgendwie... Uns fehlt ein einziger Runenstein. Warte mal, hier vielleicht irgendwo? Ah, gut versteckt. Okay, Ritual ist abgeschlossen. Ja, ja, ihr seid alle böse. Ups. Oh Mann, hier seid ihr was. Oh, ist da was drin versteckt? Nein. Ihr seid ja richtig viele. Das ist halt ein bisschen Tanzerei, sag ich jetzt mal, weil... Ich muss ja irgendwie denen auch ausweichen. Und es bringt mir XP. Das ist natürlich dann auch noch das andere. Aber irgendwie scheint mir das so, als würden das nicht weniger werden. Okay. Puh. Hallala. Na und schon bin ich überladen, ne? Okay, da haben wir noch ein Schwein, so und da vorne wollte ich eigentlich hin. So, geh nochmal rein, dann hauen wir uns nämlich nochmal den da ganz kurz hinter die Kiemen. Und haben wir irgendwas, was wir rausschmeißen können? Puh, nicht wirklich, ne? So, wo sind wir denn jetzt da? Da vorne wäre ein Schrein. Natürlich auch Gegner, ne? Und da wäre dieses Haus. Puh. Da hinten sind nochmal Lager. Oder ein Lager, keine Ahnung. Untersuchen. Diese Hütte wurde von den hiesigen Verfluchten gebaut. Hm. Ja, aber finde ich hier dann noch irgendwas? Ich höre irgendwas. Auf jeden Fall. Okay, eine Kiste. Was haben wir hier? Ein Gesundheitstrank. Okay. Hm. So, und wieder Stoff, ne? Okay, hier haben wir zwei Türme. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal umschauen. Da oben ist anscheinend irgendwas. Hm. Ich weiß, dass ich vorhin an einem Stück Papier vorbeigelaufen bin, wieder an so einer Story. Oh, da haben wir das letzte. Den letzten Stein. Komme ich da nicht rüber? Doch.
Der letzte Stein. So soll es sein. Was Errungenschaft freigeschaltet? Stories of the Cradle. Wie eine Seuche zerstörten die Verfluchten alles, was sich ihnen in den Weg stellte. Sogar das Land wurde von ihnen entstellt und zerstört. So, damit haben wir jetzt halt alles, ne? Von den Dingern auf jeden Fall. So, jetzt ist noch die Frage. Wir haben da vorne ja noch diesen Baum. An dem bin ich ja auch schon mal gewesen. Und wusste nicht, wie ich diese Dinger wegbekomme. Jetzt wissen wir es natürlich. Und wir haben eine Truhe. Und die hat einen Gesundheitstrank drin. Okay. Gesundheitstrank. Hier haben wir die Ruinen. Da haben wir nochmal so eine Feuerschale. Okay. Also wir haben jetzt einen schönen Rundmarsch gemacht. Allerdings hat mir das jetzt gar nicht so viel gebracht. Na gut, wir gehen mal zurück. Müssen wir ja sowieso. Und vor allem mein Zauberstab ist jetzt noch das Einzige, was ich habe. Ich muss gucken, dass ich mir öfters irgendwo einen Werktisch oder sowas hinstelle. Ja, ihr greift mich jetzt halt an, ne? Ich weiß schon. So. Gehen wir mal rein, machen wir mal zu. Dann sollten wir ungestört sein, auf jeden Fall. Gut, reparieren. Ah, wir haben genug Zweige. Dann können wir alles... Nicht genügend Ressourcen. Oh, dann war aber der Bogen wirklich teuer. So, da haben wir noch eins. Hä? Gibt es da unterschiedliche Hölzer? Ach so, da brauche ich einen Baumstamm dafür. Okay, jetzt halt. Ich dachte mir jetzt halt gerade schon. Das kann doch nicht sein. Ich habe doch Stöcke einstecken ohne Ende. So, dann haben wir das. Eine Stoffhose. Die einfachste Hose bietet einen minimalen Schutz. Aber die habe ich an, ne? Ach, ist das etwas komisch? Ne, wir haben Stofffußwickel. Handschuhe. Eine Stoffhose. Aber das ist doch die gleiche. Stoffgewand, Stoffhandschuhe, ja, das ist die gleiche, die brauche ich nicht herstellen. Puh. Okay. Also uns fehlt auf jeden Fall noch dieses komische Kunststoff-Dingsi. Du hast ja nichts für mich, ne? Ich hätte mich nicht mit den Roten und Kronos an der Belagerung der Eiszitadelle beteiligen sollen. Wir haben verloren und ich habe meine Freunde sterben sehen. Okay, das nächste, was er noch verkauft, das ist dann für 200 dieses Ding hier. Echt schwierig. Weil ich eben überhaupt keinen Anhaltspunkt habe, wo ich hin muss. Obwohl, triff eine Abmachung mit Diodorus, ne? Wir müssen da nochmal hin, weil der noch irgendwas für uns hat. Okay, dann lasst mal gucken. Wir tun mal die Sachen rein, die ich jetzt hier eh schon drin habe. Mit dem ganzen schweren Zeug, habe ich irgendwelche Käfer da schon drin oder so? Die Tränke, die behalte ich auf jeden Fall. Das geht nicht rein. Äpfel können wir reintun. Die Käfer gehen nicht rein. Der Fisch geht nicht rein. Fleisch und Pilze nicht, weil ich ja gesagt habe, hier möchte ich sowieso ein Dings hierher machen, so ein Essenskistchen. So, euch auch noch? Warum sind die jetzt unterschiedlich? Sommerholzkäfer mal 2 und sonniger Glühkäfer. Lange Zeit glaubte man, dass sich die Seelen der Toten in Feuerkäfern verstecken. Es wird zum Kochen verwendet und schützt vor Elektrizität. Und was bist du?
Auch Elektrizität. Okay, also das spielt keine Rolle. Dann tun wir mal die zwei noch raus. die da noch raus. Und dann sollten wir doch vom Gewicht her ja auf jeden Fall schon mal besser dastehen. Gut. Jetzt überlege ich noch gerade. Ja, ich müsste auf jeden Fall jetzt halt mal Finis machen. Na gut. Wir werden das nächste Mal nochmal hier zum Archäologen gehen. Ich weiß jetzt nicht, ist das Ding aktiviert? Ja. Wir werden auf jeden Fall nochmal zum Archäologen gehen und mal schauen, was wir mit dem für eine Abmachung treffen können. Wir müssen, glaube ich, in welche Richtung nochmal? Habe ich den jetzt wieder ausgemacht? Nee, hilft dem Archäologen. Wo ist dein... Ah, das ist wahrscheinlich direkt hinter dem Baum, ne? Ja, na klar. Okay, Leute, wenn es euch gefallen hat heute, dann lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut, ciao, ciao.